Mir wurde irgendwie ein Herald versprochen, aber scheint es niemand hier, also muss ich das selber machen. Ja, ich erzähle euch heute ein bisschen was zu automatischer Analyse von Binaries. Also wenn irgendwie ein Händler wieder mal keinen Source Code rausrückt, wie man da trotzdem irgendwie Analyse drauf machen kann, was für Analyse manche Tools schon einfach implizit machen und was es da für coolen aktuellen Kram gibt. Erstmal kurz so ein bisschen zu mir. Ich schaffe bei ENW Research aus Heidelberg. In meiner Freizeit organisiere ich das Wizards of DOS CTF-Team aus Darmstadt. Twitter, Kontakt, Fu, bla, obligatorische Firmen-Slide. Das ist, was wir so machen. Ja, über was rede ich heute alles? Erstmal so ein bisschen, was Programmanalyse überhaupt ist für die Leute, die es irgendwie noch nicht wissen oder nur irgendwie formale Grundlagen 1 gehört haben oder sowas. Was es da alles für Techniken gibt. Was es für Frameworks gibt, die diese Techniken bereits implementieren. Das will man nicht unbedingt selber machen. Was man damit alles für coole Sachen machen kann. Und am Ende so kurzes Recap. Erstmal, was meine ich mit Automated Binary Analysis? Im weitesten Sinne erstmal jegliche Form von Binary Analysis, die irgendwie mit Algorithmen arbeitet. Also wo man nicht als Mensch komplett drauf startet, sondern das irgendwie Tools oder Algorithmen eben für hat. Wer in Informatik aufgepasst hat, erinnert sich vielleicht noch an das Halterproblem, dass es eigentlich so generell ganz schnell unmöglich wird, sowas zu tun. Da gibt es nochmal die erweiterte Form, Rice's Theorem. Das sagt im Grunde einfach nur, dass jede nicht triviale Eigenschaft eines Programms nicht von einem anderen Algorithmus im Allgemeinen rausgefunden werden kann. Ja, aber aus irgendeinem Grund kann man das dann trotzdem. Das Problem, das man bei der Sache aber hat, wenn man da aus Vulnerability Research Sicht dran geht, ist, nach was man eigentlich sucht. Crashes sind noch ziemlich einfach zu finden, weil das Programm crasht halt irgendwann, wenn man tatsächlich mal irgendeinen Input gefunden hat. Nerviger wird es bei so Dingen wie Memory Corruptions, die das Programm nicht crashen. Was ist eigentlich ein Memory Access, der so nicht intendiert war? Oder was könnten Memory Access sein, die nicht so intendiert sind? Noch mieser wird es bei Logikfehlern. Da muss man sich halt irgendwie ein schönes Modell für bauen, dass man sieht, dass da irgendwas passieren kann, was nicht so beabsichtigt ist. Die Geschichte von dem ganzen Thema ist eigentlich ziemlich alt. Das erste Paper, das eine der wichtigsten Techniken vorgeschlagen hat, ist jetzt 40 Jahre alt, aus 1975. Aber das Problem an der Sache war, dass 1975 der größte Supercomputer, den sie hatten, so ein Tausendstel der Leistung hatte von so einem 4 Jahre alten iPhone, das wir aktuell haben. Das ging damals einfach überhaupt nicht. Plus, es gab vor circa 10 Jahren nochmal ein paar Fortschritte bei einer anderen Technik, die ganzen Algorithmen nochmal effizienter gebaut hat. Was das Ganze wirklich vorangebracht hat, ist die DARPA CGC, von der ich weiß nicht, wie viele Leute haben davon mitbekommen, von der Sache. Gar nicht mal so viele. Das hatte es nämlich, soweit ich es gesehen habe, sogar in die Presse geschafft, nach dem Motto der Kampf der Maschinen oder sowas. DARPA ist ein Institut in Amerika, das im Grunde Gelder für Forschung an Leute gibt, die forschen, im allgemeinsten Sinne. Und die diese Grand Challenges alle paar Jahre haben. Das gab es mal für automatisiertes Fahren und es gab eben diese Cyber Grand Challenge. Bei der ging es darum, ein Cyber Reasoning System zu entwickeln. Die genauen Kriterien sage ich dann noch. Und das war eigentlich der Punkt, wo die ganzen theoretischen Konzepte, die über die vielen Jahre in der Akademie entstanden sind und niemals implementiert wurden, oder niemals so wirklich implementiert wurden, tatsächlich mal von Leuten gebaut wurden, weil sich dadurch Unis wirklich mal dran gesetzt haben, Leute dafür abgestellt haben, baut mal so ein komplettes Framework, dass das kann. Wir wollen da gewinnen, weil das gab ordentlich Geld. Also allein die Qualifikation, das waren 7 Teams, haben 750.000 bekommen. Das Gewinnerteam waren schon ordentlich 2 Millionen. Da floss dann auch endlich mal Geld für die ganze Sache. Das Finale war auf der DEFCON 2016, also nicht mal ein Jahr her. Deswegen, das ganze Konzept ist, also die Konzepte sind uralt, dass es mal Leute gebaut haben, ist ziemlich neu. Also dass es Leute vor allem außerhalb von einem Proof of Concept tatsächlich gebaut haben. Dieses Cyber Reasoning System musste diese 3 Sachen tun. Erstmal irgendwelche Schwachstellen finden. Es musste die Möglichkeit haben, sie zu patchen. Und es musste Code drin haben, die tatsächlich teilweise zu exploiten. Also da musste keine Shell rausfallen, aber man musste schon irgendwie zeigen, dass man zum Beispiel den EEP kontrollieren kann oder dass man irgendwie beliebige Daten lesen kann. Die Hardware, auf der das lief, ist, finde ich, immer noch super beeindruckend. Wie ihr da lesen könnt, das waren 20 physische Kerne und 1/4 Terabyte an Arbeitsspeicher pro Node und jedes Team hatte 64 davon.
Die hatten also ein Cluster mit 16 Terabyte Arbeitsspeicher. Und ich will gar nicht ausrechnen, wie viele Kerne und Threads die damit machen konnten. Das Finale war dann auf der DEFCON 2016 und das Gewinner-Framework durfte dann beim DEFCON CTF mitspielen. Auf allen 7 Maschinen gleichzeitig. Also statt 64 Nodes hatten sie dann 64 mal 7 Nodes. Ja, es war an manchen Teilen des CTFs besser als ein anderes Team oder sowas. Am Ende war es dann doch leider nur letzter. Weil Menschen in der ganzen Sache immer noch irgendwie besser dran sind, aber zu irgendeinem Zeitpunkt besser als irgendein Team auf der DEFCON zu sein, ist eigentlich immer noch ein Achievement. Das schafft auch nicht jedes Team aus Menschen. Das war das Team der CMU Mayhem. Da habe ich später wird das noch kurz erwähnt. Der Carnegie Mellon University. Genau. Es gibt so böse Zungen behaupten, sie hätten vor allem deswegen gewonnen, weil ihr Framework nach der Hälfte abgestürzt ist und das Scoring da so ein bisschen diesen Fall nicht bedacht hatte. Die haben dann halt volle Uptime-Punkte bekommen, weil das Framework hat nichts mehr getan. Aber die CMU hat auch Leute, die wirklich Ahnung haben. Das Framework von denen ist auch wahrscheinlich ziemlich gut. Ja, was kann man da alles so mitmachen oder was sind Konzepte, die man kennen sollte? Das erste, das Problem ist, das wir haben, ist, dass wir auf Binary-Ebene arbeiten. Also wir haben nur das compilte Programm und keinen Source-Code oder sowas oder keine einheitliche Sprache oder Repräsentation erstmal. Und da man das Ganze ja am besten noch auf verschiedenen Architekturen machen will, braucht man sogenannte Intermediate Representations. Das ist im Grunde einfach nur eine vereinfachte Sprache, die ähnlich aussieht wie Assembler, aber nochmal bestimmte andere Eigenschaften hat, je nachdem, wie man sie entwickelt. Das heißt, man braucht einfach nur noch einen Lifter, der ein gegebenes Programm in diese Intermediate-Sprache übersetzt und all seine Analyse macht man den dann eben auf dieser Zwischensprache. Das Problem an der Sache ist, wer den XKCD kennt, es gibt viel zu viele Standards und einmal im Jahr kommt jemand her und denkt sich, die Standards sind alle blöd, ich mache einen besseren und dann gibt es einen Standard mehr. Die bekanntesten sind die LLVM Intermediate Representation, die das schon gemacht haben, bevor dieser Security-Aspekt so stark reinkam. Die VEX-Sprache wird gern verwendet, weil es da schon viele Libraries gibt, die Programme eben in diese Sprache übersetzen können. Und Binary Ninja ist noch ein bekanntes Tool, das da jetzt was komplett Eigenes entwickelt hat, das auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man das als Mensch lesen kann und nicht nur gut mit Algorithmen drauf arbeitet. Ja. Das erste Konzept, was wahrscheinlich viele kennen, ist CFG Recovery. Wer schon mal irgendwie IDA oder Redari oder sowas offen hatte, hat gesehen, das zeigt den Programmverlauf so schön in verschiedenen Blocks und Übergang von diesen Blocks ein. Macht das Ganze viel lesbarer. GDB ist, finde ich, deswegen allein schon fast nicht mehr benutzbar, weil man irgendwie überhaupt keinen Überblick hat, wo zur Hölle man gerade ist. Das Problem ist, in den meisten Fällen ist das noch ziemlich einfach zu bauen. Man läuft das Programm einfach durch und jeder Jump oder jeder Conditional Jump ist ein Übergang von einem Basic Block zu einem anderen Basic Block. Das modelliert man dann einfach als Graphen mit den Knoten als Basic Blocks und den Übergängen als Übergängen vom Kontrollfluss. Nervig wird es bei Dingen wie Jump EAX oder jeglicher Form von Instruktionen, wo plötzlich zu einem Register gesprungen wird, weil woher will man wissen, was eigentlich gerade in diesem Register drin steht? Das kann man mit so einem naiven Algorithmus eben nicht rausfinden. Und das passiert halt schon relativ häufig. Jump Tables kriegt IDA noch resolved. So Higher Order Functions habe ich noch nie irgendwie gesehen in IDA. Und bei OOP kann es halt auch schon so ein bisschen hässlich werden. Wenn man diesen Graph hat vom Kontrollfluss, kann man da schon so grundlegende Analyse drauf machen. So bestimmte Sachen kann man finden. Aber das ist im Grunde die Grundlage, auf der man dann später irgendwie weiterarbeiten kann. Dass man so einen Kontrollflussgraph irgendwo hat. Das nächste Konzept ist Datenflussanalyse oder Taint Analysis, je nachdem, wie genau man das macht. Das ist nichts anderes als eine Übertechnik, die einem am Ende wieder einen Graphen gibt, wo Daten eigentlich herkommen und wo sie am Ende hinfließen. Beziehungsweise welche Daten von welchen anderen Daten abhängig sind. Das kann praktisch sein, wenn man schnell rausfinden will, welche der 1000 Funktionen in einem gegebenen Programm sich überhaupt mit User-Input beschäftigen, weil das sind dann die interessanten, wenn man tatsächlich Schwachstellen finden will. Das kann aber auch interessant werden, wenn man da aus Privacy-Sicht dran geht. Es gibt zum Beispiel ein Projekt für Android, das den kompletten Datenflussanalyse-Graph über eine beliebige App, solange sie nicht zu kompliziert ist,
generiert und dann schaut, ob da irgendwo Daten herkommen und irgendwo hingehen, wo sie nicht sollten. Zum Beispiel, dass die Kontaktdaten ausgelesen werden und dann plötzlich im Netzwerk landen, während die App behauptet, dass sie die Kontaktdaten nicht exfiltrieren oder sowas. Das kann man dann zum Beispiel wieder irgendwie gegen Policies checken, wenn man sie vorher baut und damit recht automatisch prüfen, ob irgendeine App Privacy Ansprüche stellt an sich selbst und sich dann nicht dran hält. Das nächste Konzept ist Slicing. Das basiert so ein bisschen auf Datenflussanalyse. Man reduziert alle Ausdrücke in dem Programm nur noch zu der Menge, die sich tatsächlich mit irgendwie bestimmten Daten beschäftigt. Das wird bei dem Beispiel dann relativ offensichtlich. Wenn man dann einen Datenflussgraph vorher hat und damit eben dieser Slicing-Sache anfängt, bleiben nur noch die Befehle übrig, die sich tatsächlich damit beschäftigen, wie die Summe generiert wird. Und der ganze Code, der mit dem Produkt arbeitet, ist einfach komplett davon unabhängig. Also bei dem Programm ist das noch ganz überschaubar, aber das kann dann eben auch irgendwie bei größeren Mengen funktionieren. Wenn man dann zum Beispiel als Mensch danach drüber schauen will und nur noch wirklich sofort sehen will, was man sich anschauen muss, beziehungsweise dann brauchen spätere Algorithmen auch eventuell weniger Aufwand. Das Wichtigste von den ganzen Konzepten oder das sehr viel verwendet wird, nennt sich Symbolic Execution. Das bedeutet, dass man ein Programm nicht mehr mit konkreten Werten ausführt, sondern stattdessen alle Pfade im Programm durchläuft und dabei die Variablen tatsächlich variabel sind und nur noch sogenannte symbolische Werte. Das ist hier mit der Darstellung ein bisschen offensichtlicher. Das ist jetzt simpler Python-Pseudocode. Das nimmt sich irgendwo User-Input rein und prüft den dann gegen verschiedene Bedingungen. Was bedeutet, nach dem ersten if-Block gibt es zwei verschiedene Pfade, die das Programm nehmen kann, aber man weiß, dass für den einen Pfad x auf jeden Fall kleiner 10 sein muss und für den anderen Pfad muss es auf jeden Fall größer oder gleich 10 sein, egal was der eingehende Wert ist. Und das läuft dann einfach so weiter, man hat jetzt einfach zwei Zustände und man fängt wieder weiter an zu suchen, wie die weitergehen können. Die nächste Bedingung kommt, da ist jetzt wieder eine Branch, bei der der Wert unter 100 sein muss. Was bedeutet, bei der anderen Branch muss er über 100 sein. Was bedeutet, man hat jetzt irgendwie tatsächlich konkrete Bedingungen, um einen bestimmten Punkt im Programm zu erreichen, was man dann lösen kann. Man weiß zum Beispiel, dass wenn man zu der UWin-Funktion will, welche Bedingungen der Wert erfüllen muss und ein Beispielwert dafür ist 99. Sowas kann man jetzt noch im Kopf machen, aber das kann auch viel komplizierter werden, wenn da komplexere Bedingungen geprüft werden. Da gibt es auch mal später noch ein Beispiel. Und da man das auch wieder nicht selber machen will, gibt es sogenanntes SMT und Constraint Solving. Constraint Solving bedeutet, dass man bestimmte Bedingungen hat und man versucht, ein Modell zu finden, das all diese Bedingungen erfüllt. Das basiert auf SAT Solving im Grunde, was man eventuell mal irgendwie an der Uni gehört hat. SMT wandelt das im Hintergrund irgendwie in SAT um. Das dann effizient zu lösen, ist fürchterlich kompliziert. Und man könnte wahrscheinlich auch ein komplettes Semester damit zubringen, das zu erklären. Aber glücklicherweise gibt es da ein Tool, das einem das alles abnimmt. Was uns zum nächsten Teil bringt, zwar was es eigentlich alles so an Tools und Frameworks bei der Sache gibt. Bis dahin irgendwelche Fragen zu den Konzepten oder sowas. Also die Konzepte sind vor allem relativ abstrakt. Die basieren dann eventuell nochmal auf irgendwelchen Algorithmen unten drunter. Aber viele der Frameworks implementieren die schon, dass man als Mensch oder mit anderen Programmen dann darauf irgendwie arbeiten kann. Ja, irgendwelche Fragen bis jetzt? Wo genau steht SMT? Satisfiability Modulo Theories. Ich weiß nicht, was die genaue Erklärung davon ist, was das unterscheidet, aber im Grunde wandeln sie, man hat Theorien über bestimmte Domänen, zum Beispiel die der reellen Zahlen, die der ganzen Zahlen, was uns besonders interessiert, die über die Bitvektoren, da wir das Glück haben, dass bei einem konkreten Programm irgendeine maximale Bitzahl hat, meistens irgendwie 64 Bit auf aktuellen Systemen, außer man rechnet nochmal mit Floats. Und das macht manche Dinge nochmal ein bisschen einfacher. Das hat zum Beispiel aber auch irgendwie Theorien, wie Strings funktionieren, zum Teil glaube ich Theorien, wie komplexere Datenstrukturen funktionieren, also was eigentlich Arrays sind, dass man das sich nicht mal selber zusammenbauen muss,
sondern sagen kann, es gibt jetzt ein Array aus Werten, das im Speicher liegt, und darauf kann man dann wieder Dinge prüfen. Ja? Diese Theorien sind aber menschengemacht. Also ja, die haben vorher hart gecodet. Das ist schon mal die Slide. Das gibt dieses Z3-Tool dafür, das implementiert im Grunde und sammelt all diese Theorien. Das hat Microsoft mal geschrieben, unter anderem, um ihre eigenen Programme zu verifizieren. Für Microsoft ein bisschen unüblich, das ist unter einer relativ offenen Lizenz. Der Quellcode liegt komplett auf GitHub, kann man sich durchlesen, wenn man Lust darauf hat und sich für das Thema interessiert. Oder man kann einfach die compilte Library mit Python-Bindings verwenden und das Ganze als große magische schwarze Box betrachten, die irgendwie in der Lage ist, solche Bedingungen zu verarbeiten und einen Wert zurückzugeben, der das Ganze lösen kann. Das ist mehr oder minder der Standard für Binary Analysis. Also es gibt noch andere, aber die meisten Tools benutzen einfach diese Library, weil man sonst Jahre wahrscheinlich damit zubringen würde, auf so einen Stand zu kommen. Gibt nicht groß Sinn, das irgendwie selber zu schreiben. Ja. Sonst noch Fragen zu den vorherigen? Vielleicht eine Anmerkung, also es gibt auch eine SMP-Sprache, SMP. Ja. Ja, genau. Das heißt, man kann auch in dieser Sprache drin schreiben und können auch andere Tools das machen. Genau. Ja, richtig angemerkt, SMT2-Lib, glaube ich. Da gab es mal eine Initiative, das zu standardisieren, dass jeder Solver, der irgendwie mit SMT arbeitet, diese gleiche Sprache spricht, dass man im Grunde jeden beliebigen verwenden kann. Z3 ist so mit der bekannteste. Also es gibt noch ein paar andere, aber von dem habe ich irgendwie noch keinen tatsächlichen Binary Analysis Kontext gesehen. LLVM hat einen eigenen, CLI, den sie irgendwie intern verwenden. Es gibt irgendwelche anderen Tools, die sich da dann irgendwie reinhocken, um den zu verwenden. Aber das wird dann meistens ein bisschen frickeliger. Ja, das bekannteste Framework, um all diese Techniken im Grunde zu implementieren, oder dass diese Techniken alle bereits implementiert hat, das man prima verwenden kann, ist Anger. Das wurde von den gleichen Leuten geschrieben, also das Shellfish-CTF-Team, für die Leute, denen das was sagt. Die hatten das vorher schon so ein bisschen gebaut, aber da ist vor allem dann durch eben diese DARPA-Challenge noch irgendwie viel Energie und Geld reingeflossen. Die haben am Ende den dritten Platz geholt bei der DARPA CGC, sind das beste Framework, das komplett Open Source ist. Die haben danach all ihren Code, der für dieses Mecha-Fish Framework, das alle automatische Analyse macht, ist im Grunde komplett auf, oder die meisten Komponenten sind auf GitHub und sie versuchen alle anderen da auch noch irgendwie hochzuschieben. Das Anger-Tool hat vor allem den großen Vorteil, dass es Doku hat. Es ist ganz gute Doku sogar. Es hat sogar integrierte Python-Doku und da ist komplett in Python geschrieben, das kann man das auch ganz gut lesen. Das klingt irgendwie jetzt nicht so besonders, aber das gibt andere Tools, die nicht mal so grundlegende Sachen machen. Also ein relativ bekanntes Tool hat bei Doku einfach To-Do drin stehen seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Die Antwort vom Maintainer ist halt auch so, lese halt den Source Code, was in ja nicht so schön im C geschrieben ist. Und es gibt auch genug Paper von denen, die sind zurzeit immer noch am Forschen in dem Bereich. Das soll heißen, wer sich mehr für die Theorie dahinter interessiert, kann zum Beispiel das State of the Art of Warp Paper lesen, wo die das alles noch ein bisschen ausführlicher erklärt haben, was sie da tun, warum sie das tun und wie sie das implementiert haben. Ja, das nächste Tool, das ich ganz gut finde und ein bisschen selber verwende, ist Triton. Das hat den Nachteil, dass es nur auf x86 funktioniert. Anger funktioniert mit VEX. Das heißt, es unterstützt jede Sprache, die diese VEX Intermediate Representation unterstützt, was die gleiche ist, die von Valgrind verwendet wird. Also wenn jemand schon mal mit Valgrind gearbeitet hat, das unterstützt im Grunde die gleichen Sprachen. Triton leider nicht. Triton hat aber auch so ein bisschen andere Idee dahinter, weil es einer der wenigen Tools ist, die tatsächlich dafür gebaut sind, dass man sie irgendwie in realen Kontexten verwenden kann. Also wird tatsächlich von der Firma maintained. Und hat nicht den Fokus darauf, dass man damit was komplett Automatisches schreibt, das einfach nur eine Binary nimmt und sich um den kompletten Rest kümmert, sondern dass man das gut in andere Frameworks integrieren kann oder selber damit irgendwie rumspielt. Es hat wieder Python-Bindings, ganz okay Doku, könnte alles immer besser sein und bringt zum Beispiel auch einfach diese libtriton mit, die man dann aus beliebigen C-Programmen einfach aufrufen kann. Oder zum Beispiel in andere Frameworks integrieren kann, die bereits C verwenden. Ja, das ist ja, eigentlich das Wichtigste. Es gibt noch einen Haufen andere Frameworks,
Die bekanntesten sind BitBlaze, ist von der anderen kalifornischen Universität. BAP, die Binary Analysis Platform, ist von den CMU-Leuten. Das sind die, die tatsächlich gewonnen haben. Das ist nicht komplett, also die Binary Analysis Platform selbst ist, glaube ich, Open Source. Deren Mayhem Framework ist das nicht. Das Ganze ist in OCaml geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier irgendwie OCaml lesen können. Ich kann es definitiv nicht. Und da das Ganze irgendwie jetzt im Grunde im Besitz dieser For All Secure Firma ist, kommt man da nicht so leicht dran. Die bieten das mehr als Dienstleistung an. Was es auch noch gibt, ist Miasm. Das ist das Tool, was ich erwähnt habe, wo bei der Doku nur To-Do steht. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Fall, dass mir Leute erklärt haben, dass Miasm viel besser ist als Anger. Sie konnten bis heute nicht erklären, warum. Und ausfinden kann man es auch schlecht. S2E ist ein Framework, das entwickelt wurde, um eine komplette VM im Grunde laufen zu lassen und gegen bestimmte Bedingungen zu prüfen. Das war lange Zeit nicht mehr so aktiv maintained, aber gerade sind sie dabei, so die 2er-Rewrite-Version zu veröffentlichen. Das haben sie nirgendwo offiziell angekündigt. Es gab plötzlich ein neues GitHub-Repo namens S2E, wo langsam Code reinkommt. Das Problem an der Sache ist, das hat eine relativ restriktive Lizenz. Das darf man zum Beispiel nicht kommerziell irgendwie verwenden. Ja. Microsoft hat da auch wieder mal was Eigenes geschrieben und vor kurzem hat Trail of Bits ihr Tool veröffentlicht namens Manticore. Mit dem konnte ich mich leider noch nicht viel beschäftigen. Da habe ich das mit weniger Abstraktion als Anger, ist auch wieder mit Python-Bindings, hat ein paar andere Features. Mir wurde gesagt, dass wenn man irgendwie aus der Reverse-Engineering-Ecke kommt, da man dann näher am Code tatsächlich arbeitet, sich da wohl leichter reinfindet. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit zu. Ich persönlich bin Fan von Anger, weil es einem viele Dinge erleichtert. Guten Netzzeit. Ja, was wir damit jetzt tatsächlich machen können. Irgendwelche Fragen zu den Frameworks bis jetzt? Passt. Ist da bekannt, wie groß die Core-Developers-Community sind? Also sind das mehr so 2-3-Mann-Geschichten? Oder gibt es zum Beispiel jetzt bei diesem Team von der CMU irgendwie größere Teams? Bei der CMU hängt wahrscheinlich die Firma ein bisschen dahinter. Das hatte ich mir nicht so stark angeschaut, weil keine Ahnung von OCaml und nicht so ganz, also nicht komplett öffentlich. Bei Triton, da hängt halt eine Firma dahinter, die das entwickelt und da Ressourcen reinsteckt. Die machen halt auch so einfach ein bisschen Werbung damit, dass sie so ein Tool haben. Finde ich aber persönlich nicht falsch. Da gibt es, glaube ich, 2 sehr aktive Developer. Anger hat Größenordnung so 5 Core-Developer. Die haben aber zum Beispiel das Problem, dass die alle eben an der Uni arbeiten und primär dafür bezahlt werden, Paper zu schreiben und nicht irgendwelche Frameworks zu maintainen. Die sind also mehr damit beschäftigt, dass sie tatsächlich irgendwelche neuen Konzepte entwickeln, wie man sowas analysiert, dann auch tatsächlich in Anger soweit implementieren. Aber das ist halt nicht deren Hauptjob. Es gibt nochmal ein paar Tools für Anger, die halt irgendwie in der Freizeit von denen maintained werden, die dann halt Early Alpha State sind. Bei S2E weiß ich, dass da tatsächlich ein Team dahinter steckt. Also die Uni hat tatsächlich Softwareentwickler angeheuert. Also da sind, ich weiß nicht, wie viele Core-Developer es sind, aber da sind auch tatsächlich Ressourcen dahinter. Naja, Microsoft Sage, da ist Microsoft dahinter. Bei Trail of Bits bin ich mir nicht sicher, bei deren Manticore-Framework. Ja, sonst? Ja, was macht man mit dem Ganzen? Das Problem an der Sache ist, das klingt alles fürchterlich cool, aber wird sehr schnell sehr teuer von den Berechnungen. Also man hat ja vorhin die Maschinen gesehen, die bei der DARPA-Challenge verwendet wurden. Das sind irgendwie, finde ich, für mich absurde Mengen an Rechenpower. Die braucht man halt irgendwo auch. Zum Beispiel Symbolic Execution hat halt schnell das Problem, wenn man irgendwie eine Schleife hat, wo es immer wieder eine Branch gibt und das irgendwie naiv durchgeht, dann steigen halt die Anzahl der möglichen Zustände relativ schnell exponentiell. Da reicht irgendwie all der Arbeitsspeicher, den man haben kann, auf 16 Terabyte irgendwann nicht mehr, wenn man das nicht intelligent angeht. Generell Constraint Solving ist wieder NP komplett. In manchen Fällen hat man Glück und es ist einfacher, aber es kann halt ziemlich hässlich werden. Deswegen, entweder man kombiniert das Ganze irgendwie mit einem Menschen, der das gezielt an bestimmten Stellen einsetzt, oder man kombiniert das Ganze mit einem Fuzzer. Im Grunde hat jedes der Teams, die bei der DARPA-Challenge mitgemacht hat, nicht irgendein riesiges System beschrieben, das alles symbolisch ausführt und dadurch jegliche Wohlens findet, sondern sie haben alle AFL, den Fuzzer, verwendet, oder fast alle,
den seine Arbeit machen lassen und wenn der dann irgendwann nicht mehr weiterkam, haben sie an die Symbolic Execution Engine übergeben, um irgendwie neue Pfade zu finden und mit diesen neuen Pfaden dann wieder an den Fuzzer zurückzugeben und der hat von der Stelle einfach weitergefuzzt. Das Projekt von den Anger-Leuten zum Beispiel nennt sich Driller, da gibt es auch wieder ein komplettes Paper drüber, wie sie das gemacht haben. Und aktuell gibt es auch irgendwie, versuchen sie das in einen benutzbaren Zustand zu kriegen, dass man sich das tatsächlich irgendwie mal verwenden kann für so nicht akademische Projekte oder dass man das außerhalb deren komplettes Framework betreiben kann. Man kann das auch ein bisschen, so das Zwischending ist mit Taint Analysis, sowas zu prüfen, da symbolische Ausführung wieder relativ teuer ist. Dass man zum Beispiel einfach nur prüft, welche Daten irgendwie für welche Branches zuständig sind und dass der Fuzzer sich dann darauf konzentrieren kann, dass er eben genau diese Daten ändert. Ja. So. Installing Anger. Ja, die Slide ist drin, weil das leider nicht so einfach ist. Anger ist noch das freundlichste Tool zum Installieren. In einem VirtualEnv funktioniert das halbwegs. Mit pip install. Wenn man es auf seinem Hauptsystem betreibt, hat man relativ schnell das Problem, dass sie irgendwie geforkte Libs verwenden, die kollidieren, mal irgendwie die Python-Version nicht mehr mitspielt oder ähnliches. Also der beste Weg, die Tools zu betreiben, ist meistens leider im offiziellen Docker-Container, weil da garantieren sie, dass es funktioniert. Bei Anger ist es in pip und funktioniert ganz gut. Bei anderen Tools muss man schon eine Weile frickeln, bis sie überhaupt bauen. Konkrete Beispiele. Was können wir mit dem Ganzen jetzt überhaupt tun? Der Code links ist ein Wrapper um malloc. Versteht irgendjemand, was der Teil oben macht, die ganzen Bit-Operationen? So jetzt auf Anhieb, wenn man sofort drauf schaut oder auch mit ein bisschen länger nachdenken. Mir war es auch nicht sofort ersichtlich. Ja, es ist eigentlich eine recht simple Operation, die es da macht. Ja. Ich hatte keine Lust, da irgendwie länger drüber nachzudenken. Dachte mir halt einfach, wenn die irgendwas irgendwie Speicher allozieren, dann ist das bestimmt fürchterlich blöd, wenn sie irgendwie versuchen, 100 Bytes zu allozieren. Aus irgendeinem Grund kommen dann weniger Bytes raus. Dann kommt es garantiert im höheren Programmverlauf irgendwie zu einem Overflow. Und das ist ein Problem, das man zum Beispiel jetzt gut mit irgendwie Constraint-Solvern modellieren kann. Und auch nur irgendwie mit diesen grundlegenden Sachen. Page Size ist halt Standard Page Size in dem Fall. Und man nimmt einfach an, dass wenn man es schafft, dass dieser S-Wert am Ende kleiner ist als das, was man reingegeben hat, irgendwo Dinge fürchterlich schief gehen. Und das kann man jetzt tatsächlich mit Constraint-Servern irgendwie prüfen. Man muss diesen Code irgendwie in Python kriegen, das Problem formulieren und dann gibt man das einfach an den Solver und der spuckt einem dann entweder eine Antwort aus oder sagt, nö, gibt keinen Wert, der diese Bedingungen erfüllt. Wie man das Ganze in Python bekommt. Anger bringt ein Foreign Function Interface mit, das es einem erlaubt, beliebige Adressen aus irgendeinem gegebenen Programm zu nehmen. Und es gibt eine Funktion zurück, um das aufzurufen. Wenn man also die Startadresse von irgendeiner Funktion nimmt oder übergibt, hat man jetzt eine Python-Funktion, die die Logik dieser Funktion aus der Binary einfach in Python zur Verfügung stellt. Das funktioniert auch über verschiedene Betriebssysteme hinweg. Man kann zum Beispiel da drin eine DLL laden und einzelne Funktionen von der DLL aufrufen. Und was es nochmal von C-Types unterscheidet, das würde auch irgendwie mit C-Types gehen, mit Python. Aber man kann das eben jetzt auch mit symbolischen Werten machen. Man kann sich also irgendeine Funktion nehmen aus einem Programm, die irgendwie komisch aussieht, und damit einfach mal rumspielen und irgendwelche Sachen prüfen. Das ist relativ featurereich. Also man kann so auch so Dinge machen, wie dass man dem eine Python-Liste übergibt und der wandelt das dann intern um in einen Pointer zu einem Speicherbereich, wo dann ein Array drin liegt. Structs kann man mit Tupeln in Python irgendwie bauen. Weil man immer so konkret, also immer Werte bestimmter Länge hat, funktioniert das dann auch. Der wandelt das im Hintergrund einfach um. Calling Convention und sowas kann er bis zu einem gewissen Grad auch selber rausfinden. Und man spart sich irgendwie da selber irgendwie rumbasteln zu müssen und kann das recht leicht in Python abstrahieren. Was aber auch meistens funktioniert, ist, dass man diese Logik einfach copy-pastet, aus entweder wenn man Source Code hat, aus dem Source Code oder irgendwie aus dem Decompiler wie either. Die meisten dieser Operationen sind in der Z3-Abstraktion, die verwendet wird, schon implementiert.
Und es funktioniert erstaunlich gut. Also ich hatte ziemlich oft die Situation, dass ich den Code einfach copy-pastet habe und es kam das raus, was ich wollte und ich konnte es verwenden. So. Ja. Demos tatsächlich. Kann man soweit lesen alles. Also rechts ist einfach der Code, der das, was in den Slides da jetzt beschrieben war, implementiert. Setzt halt so ein paar Konstanten, PageSize, WordSize. Das ist die Funktion, bei der man jetzt nicht unbedingt sofort verstanden hat, was sie tut, beziehungsweise wo, gegen die man bestimmte Bedingungen prüfen will. Das ist jetzt einfach der gecopy-pastete Code, einfach als Python-Funktion definiert, mit der man später arbeiten kann. Dann jetzt der Man muss Clarify in dem Fall, sollte man erklären, ist eine Zwischenlayer, die bei Anger verwendet wird, zu beliebigen Servern. Man kann also auch was anderes verwenden als Z3 im Hintergrund, aber wirklicher Support ist nur für Z3 da und das funktioniert eigentlich auch in den meisten Fällen. Falls irgendjemand schon mal mit Python und Z3 gearbeitet hat, die Funktionsaufrufe sind im Grunde die gleichen. Die Z3-Version, die Anger mitbringt, ist aber nochmal kleiner, dass sie weniger Features hat. Also man braucht halt nicht irgendwelche Theorien über die reellen Zahlen, wenn man Binary Analysis macht. Ja. So instanziert man sich eine symbolische Variable. Der Teil hier hinten steht für Bitvector Symbolic. Der übergibt man einfach nur den Namen, der intern verwendet wird und wie groß die sein soll. Und das Einzige, was man hier wirklich, also die gedankliche Arbeit an dieser Problemlösung, sind eigentlich nur die paar Zeilen hier. Das sind die Constraints. Also die Bedingungen, die gelten müssen, die man dem Solver übergibt. Das ist, dass diese SZ-Variable größer sein muss als die Page-Size, sonst wird eben diese Funktion oder diese Bit-Operation gar nicht erst getroffen. Man will prüfen, ob es irgendeinen Wert gibt, für den das Ergebnis dieser Funktion kleiner ist als das, was man reingegeben hat. Und um irgendwie Error-Handling zu umgehen, schaut man auch, dass das Ergebnis nicht null ist. Da war in dem Code, der das ist, in der längeren Version, haben sie nochmal geprüft, ob malloc irgendwie nicht null returned oder sowas. Aber das war's dann eigentlich schon. Diese Constraints übergibt man dann einfach dem Server und sagt, man will die ersten bis zu 3 Werte zurückhaben, die all diese Bedingungen erfüllen. Und der Code hier unten ist eigentlich nur noch, um es schön irgendwie zu printen. Und, yep. Ja. Nein, das ist der Witz an der Sache. Weil diese... Ja, aber wenn wir die aufrufen mit einem Python-Wert, dann verhält sie sich wie mit Python. Aber was im Hintergrund passiert, ist dieses X, das wir reingeben, wenn wir das hier unten aufrufen, so kann man sich gleich abschassen, ist diese symbolische Variable. Und bei der ist hier festgelegt, dass die eine bestimmte Größe hat, in dem Fall einfach 32 Bit. Das soll heißen, die Funktion oben wird nicht mit einem Python BigInt ausgeführt, sondern mit so einem Objekt aus Clarypy, einem BVS-Objekt, für das all diese Operationen definiert sind, so wie sie tatsächlich auf Bitvektoren stattfinden. Was hier passiert, ist tatsächlich, das wird nicht irgendwie dem Solver übergeben, sondern die Bibliothek selbst wandelt diese Bitvektoren mit diesen Operationen dann wieder in einen komplizierteren Bitvektor um, der intern die Repräsentation von diesen Operationen enthält, nennt sich dann Abstract Syntax Tree, und das wird erst an den Solver übergeben. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man eben die Plus-Operation mit zwei, oder auch, man kann das auch mit konkreten Werten machen, also so ein BVV, das implementiert dann auch tatsächlich Overflows und sowas. Da ist dann irgendwie 0xFFFFFF plus 1 tatsächlich 0 und der Wert wird nicht einfach größer gemacht von Python. Was man, wenn man halt irgendwie mit so Datentypen, wie sie tatsächlich im Speicher liegen, rumspielen will, halt was man haben will. Sonst funktioniert das halt in Python nicht, weil der macht die Zahlen einfach größer. Mit C-Types würde das irgendwie auch gehen, aber der Spaß daran ist, dass man hier eben auch symbolische Werte verwenden kann. Ja. Wenn man das ausführt, spuckt es eben einem sofort aus, für diesen Wert von SZ ist das Ergebnis Größe Page Size. All diese Bedingungen gelten. Und man hat im Grunde einfach einen Overflow eben drin gehabt. Für ein bisschen kleinere Werte kommt da am Ende halt 0 raus, was auch noch irgendwie schief gehen kann und Teile der Bedingungen betrifft, aber eben nicht alle. Ja, was in dem Fall schon heißt, irgendwie man hat irgendeine Vulnerability da drin. Man kann dafür sorgen, dass dieser Buffer kleiner ist, als er sein sollte. Und dann wird dem Programm drüber auf jeden Fall was schief gehen.
als ich die Funktion dann in Python hatte und damit rumgespielt habe, habe ich auch irgendwie auch sofort gesehen, natürlich, die lined einfach zu Page Size. Aber da ich noch nicht irgendwie so viel mit Bits in C rumgespielt habe, war mir das am Anfang nicht direkt offen ersichtlich. Und viele Leute, denen man das irgendwie vorgelegt hat, haben auch irgendwie eine Weile gebraucht, bis sie da drauf kamen. Ja. So. Ja, hier nochmal kurz der Code. Rendert nicht, wie es soll, aber okay. Man definiert sich einfach diese Constraints und diese Funktion, schiebt das an den Solver und der Solver antwortet einfach mit, jo, hier ist der Wert, der all diese Bedingungen erfüllt. In dem Fall gibt es tatsächlich nur einen, weil er hätte ja bis zu 3 irgendwie zurückgeben sollen. Ja, Fragen zu dem Code? Also die Frage war, ob das maschinenunabhängig ist und ob man auf irgendwie x86 ARM anschauen kann. Ja, der Loader lädt die Binary eben und die VEX-Library übersetzt das eben in diese Intermediate Representation und dieses komplette Tool arbeitet eigentlich auf dieser Intermediate Representation, die einfach all diese Architektureigenheiten direkt in dieser Sprache implementiert. Also mit Anger hat man relativ breiten Support für verschiedene Architekturen. Und das würde halt 1:1 auch so funktionieren. Beziehungsweise das arbeitet ja noch gar nicht direkt auf Code tatsächlich. Da haben wir noch mit Python-Funktionen gearbeitet. Aber angenommen, wir hätten diese Funktion irgendwie aus dem Foreign Function Interface genommen, dann hätte die Funktion sich im Grunde genauso verhalten, wenn man diesen kompletten Code-Teil genommen hätte. Und das wäre dann auch für ARM und x86 das gleiche gewesen, das Verhalten. Dann funktioniert es auch mit verschiedenen Architekturen. Hätte auch, ja, wie gesagt, eine Windows-Binary oder sowas sein können. Da das alles in dem Emulator, also in der symbolischen Execution Engine im Hintergrund läuft, ist das unabhängig vom Host-Prozessor. Ja, sonst Fragen? Passt. Das nächste, was man damit machen kann, ist Funktionen invertieren. Der ist zu einem gewissen Grad. MD5 reinwerfen funktioniert da leider nicht. Aber simplere Sachen, die sich mit SMT-Solving noch modellieren lassen, und weit jenseits von dem ist, was man als Mensch einfach mal schnell ausrechnen will, geht damit eben auch noch. Es funktioniert wieder genauso, man braucht irgendwie eine Funktion, wenn man damit direkt arbeitet, die wieder aus dem Interface kommen kann und die man in Python baut. Das Beispiel für die Funktion, die ich jetzt hier genommen habe, ist einfach im Grunde eine komplette mathematische Funktion und die wird mit einer Konstanten aufgerufen und einem User-Input und muss ein bestimmtes Ergebnis zurückliefern. Würde ich jetzt auch nicht im Kopf machen wollen, deswegen kann man das einfach wieder an den Solver auslagern. Wie das funktioniert, ist dann... wieder, man setzt sich, man implementiert die Funktion wieder in Python oder man verwendet sie irgendwie extern, baut sich die Variablen zusammen, ein bisschen printen, dass man sieht, was los ist. Und die Bedingung, die man dann einfach stellt, ist genau die offensichtliche. Mit einem symbolischen Wert und der Konstanten muss das Ergebnis das da sein. Das schiebt man wieder an den Solver rüber und lässt sich das Ganze einfach nur wieder ausgeben. Das sieht dann so aus. Und hier unten ist dann der interessante Teil. Die beiden möglichen Solutions. Man erkennt vielleicht, welche davon ich bei, als ich das geschrieben habe, intendiert hatte. Und welche mich etwas irritiert hatte. Wenn man nicht nur eine Lösung zurückgeben lässt, spuckt er nämlich die zweite aus. Und wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, ist das relativ offensichtlich, weil das ist halt einfach nur ein Overflow. Und das ist für den Solver einfach genauso valide wie alle anderen Formen von Operationen. So verhalten sich Variablen bzw. Bitvektoren im Speicher einfach. Dadurch, wie Z3 intern implementiert ist, ist das auch die erste Lösung, auf die das Ganze kommt. Und das Ergebnis ist halt einfach bei einem 64-Bit-Register genau das Gleiche an der Sache. Das kann, ist zum Beispiel auch was, was jetzt eventuell irgendwie in einem Programm schon schief gehen könnte. Man sieht, der Code geht da so ein bisschen rechts aus dem Bild. Also auch nur der schöne Code zum schönen Printen. Das ist halt auch irgendwie was, was man damit einfach schon prüfen kann. Das sind die beiden einzigen Solutions hier. Zu dem Code irgendwie Fragen. So, zwei verschiedene Lösungen. So, für die CTF-Spieler wird jetzt der Teil langsam wirklich interessant. Man kann damit bestimmte Challenges einfach in 3 Zeilen Python lösen.
Und Challenges, die man wirklich nicht per Hand lösen will. Wer das letzte DEFCON CTF gespielt hat, die komplette Reversing-Kategorie war im Grunde darauf ausgelegt, dass man automatische Lösungen findet, weil man hat 100 von den Binaries ungefähr bekommen, musste das automatisieren. Das Konzept ist jetzt einfach irgendwie wieder das gleiche wie vorher. Man führt einfach das Programm mit symbolischen Werten aus und schiebt am Ende die Bedingungen in den Solver. So. Ich habe jetzt leider gerade nicht mehr anscheinend die Slide drin, wo man die Funktion gesehen hat. Im tatsächlichen Code war das für diese Demo so circa 50 Assembler-Instructions, die ganz viele Dinge mit Floats gemacht haben, Werte verglichen haben und am Ende einfach geprüft haben, ob ein Register, also das Ergebnis dieser Kalkulation, einem fixen Wert entspricht. Und dann halt entweder sich beendet hat, das Programm hat sich entweder beendet oder es ging halt zum nächsten Check über. Und von diesen Checks gab es 15 Stück. Mit dem Decompiler konnte man halbwegs sehen, was passiert, aber das wäre immer noch ziemlich Aufwand gewesen. Und das ist der Punkt, wo Anger extrem mächtig wird, weil der Code hier drüben, der eigentliche Lösevorgang sind diese beiden Zeilen hier. Was da oben passiert, ist, dass man die Binary eben lädt, beziehungsweise die Libraries lädt, hier die Umgebung aufsetzt, da die Binary in dem Fall User Input über argv entgegennimmt, muss man den Programmzustand erstmal aufsetzen, dass eben das erste Argument symbolisch ist und das Programm im Grunde in Abhängigkeit von diesem Wert ausgeführt werden soll. Generiert man einen Zustand, das sind alles Dinge, die man in der Anger-Doku nochmal schnell nachschauen kann, wie man das macht, wenn man das Konzept einmal verstanden hat. Und der eigentliche Lösevorgang ist, dass man sich eine sogenannte Pfadgruppe generiert und die dann einfach durchläuft und gegen Bedingungen prüft. Und das geht so weit, dass man sagen kann, dass man nicht mal mehr Adressen, also eine Möglichkeit, das zu machen, ist, dass man konkrete Adressen angibt, die er finden soll und konkrete Adressen, die er vermeiden soll. Die müsste man sich dann irgendwie aus der Binary rauslesen. Was auch geht, ist, dass man ihn einfach während der Ausführung prüfen lässt, ob der Zustand des Programms bestimmte Bedingungen erfüllt. In dem Fall heißt es, hat es okay geprintet auf stdout oder steht da irgendwie access denied, was man halt relativ schnell sieht, wenn man das einmal ausgeführt hat, wie sich das verhält. Das läuft dann ein bisschen, weil es relativ ineffizient ist, weil es jedes Mal den Zustand nachgucken muss, aber nach so circa 8 Sekunden ein paar Warnungen, spuckt es einem einfach die Flagge aus. Und dieser Input ist jetzt konkret der Input, der in den Gewinnzustand einen einfach bringt. Das heißt, man kann einfach solche simpleren Probleme aus CTFs in ein paar Zeilen Python einfach lösen. Das funktioniert dann wieder auch für kompliziertere Sachen, aber da muss man dann wieder aufpassen, dass es nicht zu aufwendig wird und den Solver überfordert. Weil man hat schon gesehen, es ist jetzt ein i5 hier drin und der braucht schon ein paar Sekunden, bis er das löst. Und Solver-Optimierung ist nochmal wieder ein komplett anderes Thema, wo auch dran gearbeitet wird, aber da geht halt auch noch nicht irgendwie alles sofort, da es einfach ein kompliziertes Problem ist. Ja. Der Code hier unten ist nichts anderes als einen beliebigen String zurückgeben, um diesen Zustand zu erreichen für diesen Wert. Ist der Code soweit jedem ersichtlich, was die eigentliche Logik da drin ist. Also nicht unbedingt, warum die Library-Funktionen so heißen, sondern wie man sowas verwenden wird und umschreiben. Ja, genau. Allgemeiner Weg, wie man da dran geht, ist, was man sich anschauen will, ist symbolisch. Man fängt irgendwo an. Das muss nicht am Beginn des Programms sein. Das kann auch am Beginn einer Funktion sein. Das kann am Beginn der Main-Funktion sein, falls man sich vorher irgendwie Setup sparen will. Es kann mitten im Programmcode sein. Und dann lässt man das einfach so lange laufen, bis irgendeine Bedingung erfüllt ist oder bis man eine Adresse erreicht hat, die einen interessiert. Die Bedingungen können dann auch wieder irgendwie komplizierter sein. Das muss nicht heißen, dass es irgendwie was Bestimmtes im Output steht oder dass zum Beispiel, sondern auch, dass eine bestimmte Variable einen bestimmten Wert haben muss oder was für Exploiting sehr interessant ist, dass der Program Pointer, also EEP, plötzlich symbolisch ist. Weil das bedeutet in dem Fall, dass der Program Pointer vom User Input abhängt. Und wenn er dann komplett gar keine Bedingungen mehr hat, sondern direkt alle möglichen Werte vom User Input abhängen,
heißt das so viel wie, man hat das gerade geschafft, man hat gerade einen Weg gefunden, den Programmfluss komplett zu übernehmen. Nur mit Nutzerinput. Und da das Programm da Anger intern kein Verständnis hat für, oder wenn die Algorithmen, es gibt da Algorithmen für, um rauszufinden, wie groß eigentlich ein Buffer sein soll. Aber es ist nicht ganz so einfach rauszufinden, dass irgendwie eine Adresse noch zu einem bestimmten Array gehört. Da gibt es Techniken für, aber da gibt es wieder 20-seitige Paper drüber, wie einfach nur dieser eine bestimmte Aspekt funktioniert und wie man den effizient implementiert. Ja. Was können solche Tools noch, vor allem Anger? Debugging geht damit ganz gut. Wer schon mal irgendwie mit Traces gearbeitet hat oder versucht hat, irgendwie Programme zu tracen, mit Anger kann man bei bestimmten Aktionen einfach einen Breakpoint setzen, bei dem dann eine bestimmte Python-Funktion aufgerufen wird. Der Code rechts zum Beispiel tut nichts anderes, als jedes Mal, wenn irgendwo in den Speicher geschrieben wird, zeigt es an, was geschrieben wurde und wohin es geschrieben wurde. Was es auch noch gibt, sind Hooks für bestimmte Funktionen. Da, wenn man versucht, irgendwelchen libc-Code durchzulaufen mit symbolischer Ausführung, man auch relativ schnell an dem Punkt ist, dass der Arbeitsspeicher einfach nicht mehr geht und es einfach viel zu viele Optimierungen gibt und verschiedene Pfade, dass man das noch irgendwie symbolisch gut ausführen konnte. Aber da man das ja relativ abstrakt dann irgendwie in Python implementieren kann, gibt es für die Standard-libc-Funktion in dem Framework einfach schon was, dass zum Beispiel sowas wie gets oder puts einfach direkt mit stdout arbeitet und nicht all diese internen Sachen emuliert werden müssen, die da verwendet werden. Was damit auch funktioniert, ist, wenn man irgendwelche Programme hat, die Anti-Debugging-Techniken drin haben und versuchen, einen Debugger zu detekten. Weil Anger ist kein, oder solche Frameworks, so eine symbolische Execution Engine, ist kein Debugger im eigentlichen Sinne, sondern ein kompletter Prozessemulator oder ein kompletter CPU-Emulator. Das heißt, manche der Detection-Tricks funktionieren einfach nicht. Manche andere machen das Framework auf unbeabsichtigte Wege kaputt, weil das noch nicht implementiert ist. Signal Handling zum Beispiel ist fürchterlich kompliziert, weil die möglichen Pfade des Programms oder das Verhalten nochmal um einiges komplizierter wird. Das ist zum Beispiel bei Anger noch ein offenes Problem. Das geht bis zum gewissen Punkt, man kann es selber bauen, aber es geht leider noch nicht alles. Insgesamt, man kann zum Beispiel solche Crack-Me-Aufgaben mit Anti-Debug-Techniken oder auch irgendwelche konkreten Programme von irgendwelchen Händlern, die versuchen, dass man sich das als Security Researcher nicht anschaut, einfach umgehen und damit trotzdem irgendwie weitermachen. Ja, warum ich überhaupt hier stehe und das ganze Zeug erzähle. Ich finde das Ganze fürchterlich interessant, weil Reverse Engineering für viele schon schwarze Magie ist. Nicht jeder versteht irgendwie, wie der CPU unten drunter funktioniert, wie Zeug im Speicher funktioniert. Und als mir dann irgendwann mal Leute erzählt haben, dass man dann auch fürchterlich komplizierte Mathe draufwerfen kann, dachte ich mir so, versteht wahrscheinlich kein Mensch und es ist fürchterlich kompliziert. Wenn man sich da mal Z3 anschaut, dann wird das ein endloses Loch aus Dingen, die man sich anschauen müsste, um alles zu verstehen. Der Trick an der Sache ist aber, dass man irgendwo die Grenze zieht und sich denkt, okay, das ist jetzt eine magische schwarze Kiste, die funktioniert einfach. Z3 kann einem einfach irgendwelche Werte zurückgeben, die Bedingungen erfüllen. Und plötzlich hat man ein extrem mächtiges Werkzeug, das einem das Leben irgendwie einfacher macht. Wer es interessiert, man kann sich immer noch den ganzen Kram drunter anschauen, aber man hat halt am Ende auch irgendwie einfach nur Libraries mit Python-Bindings, mit relativ abstrakten Konzepten, mit denen man arbeiten kann. Sowas wie Slicing braucht ja verschiedene Analysetechniken unten drunter noch, aber zum Beispiel Anger kann einem das einfach schon direkt abnehmen. Und man kann sich einfach nur den Output anschauen und bekommt dadurch als Mensch schneller ein Verständnis für, was der Code tut. Ja, für Leute, die sich für die ganze Theorie interessieren, am konkreten Beispiel Binary Analysis gibt es eine Reading List auf diesem Blog, die viel zu viel Material umfasst. Also ich glaube, das sind allein irgendwie 10 PhD-Theses, mehreren hundert Seiten, so groß wie eine PhD-Thesis halt werden kann drin. Aber auch irgendwie viele einfach nur Konzepte, wo man sich mal umschauen kann, die Leute, die nur studieren, ob die Uni irgendwie sowas in der Richtung anbietet. Das basiert viel auf formaler Informatik, theoretischer Informatik, teilweise auch einfach viel Mathe. Aber für die Leute, die sich irgendwie das Ganze cool finden, aber nicht so sehr in die Theorie wollen, es gibt noch extrem viele Sachen in dem Bereich, die man mal machen müsste, aber irgendwie noch niemand getan hat, einfach weil die Leute, die vor allem diese Projekte bauen, halt akademischen Druck haben, dass sie Paper schreiben müssen und da Forschung machen.
Es gibt zum Beispiel das Anger Management Projekt, was ein Interface ist für das Anger Framework, um das Ganze zu visualisieren. Das ist zurzeit in der frühen Alpha-Phase, wird leider nicht so aktiv entwickelt, aber wer zum Beispiel irgendwie mit UIs umgehen kann oder mal basteln will, kann man da relativ schnell was bauen, was dann auch wahrscheinlich von Leuten verwendet wird. Die haben auch eine allgemeine Help-Wanted-List, falls man sich da mal anschauen will, was man alles machen kann. Das reicht von so, müsste mal jemand sich irgendwie ein paar Tage dran setzen zu, könnte man mal eine PhD-Thesis drüber schreiben. Ja. Dokumentation ist auch immer ein fürchterliches Problem, weil die Leute, die das schreiben, kennen das schon und vergessen, dass es für andere Leute nicht so einfach ist, da anzufangen. Triton zum Beispiel hat leider nicht die coole Python-Doku. Also Python-Doku in dem Fall, ich verwende Anger primär von IPython aus. Und man kann dann zum Beispiel an beliebige Objekte einfach mal ein Fragezeichen hinten dran hängen und man kriegt schon sauber erklärt, was das eigentlich tut, ohne dass man irgendwie den Code lesen muss. Könnte man für Triton auch machen, müsste man halt jemand die offizielle Doku irgendwie verarbeiten und dann zu Python übersetzen. Das ganze Zeug bauen fand ich auch fürchterlich nervig. Anger geht ganz gut, bei Triton habe ich erstmal eine Weile gebraucht, bis es auf Arch compiled hat. Da die Entwickler gerne annehmen, dass Python standardmäßig zu Python 2 linkt. Und wenn man dann mal Python 3 als Standard hat, brechen an obskuren Stellen irgendwelche Sachen und das compiled einfach nicht mehr. Und nachdem man dann irgendwie alle Stellen gefixt hat, merkt man, es gibt da noch mehr. Inzwischen baut Triton auf Arch. Das PKG-Bild ist jetzt einfach nur der übliche Verlauf. Das werde ich irgendwie mal die nächsten Tage ins AOR und ins Arch Strike Repository pushen, dass man das dann regulär einfach über den Paketmanager installieren kann. Wer da irgendwie mit rumspielt, man macht Leuten das Leben sehr viel leichter, wenn man einfach irgendwie direkt im Hintergrund den Compile-Vorgang fixt, dass andere Leute sich dann irgendwann dran setzen können, ohne mit irgendwie zu viel Hindernissen rumzuschlagen. Ja, das war's soweit eigentlich auch schon von mir. Hat irgendjemand noch Fragen zu dem Ganzen oder Anregungen oder sonstiges? Ja? Ich habe den Anfang der Frage nicht verstanden gerade. Ja, das sind ja mathematische Gegenstände, wie du gesagt hast. Die kommen ja typischerweise nicht klar, wenn mehrere Memory-Referenzen auf einer Stelle im Speicher existieren, dann also die Pointer oder Memory-Referenzen. Lass mich mal schauen. Da gibt es Value-Set-Analysis. Das ist ein Ansatz, um dieses Problem zu lösen. Damit versucht man tatsächlich irgendwie Buffer zu rekonstruieren. Das kann man halbwegs, ja, es ist schwierig, aber es gibt irgendwie Ansätze. Zum Beispiel, wenn man irgendwie merkt, man hat einen Pointer, der plus 200 ein möglicher Wert ist, dass man Element 200 accessed, und das ist das gleiche wie Element 0 von einem anderen Array, beziehungsweise einem Pointer, dann merkt man schon, da läuft irgendwie was falsch. Aber ja, das ist eins der offenen Probleme. Da gibt es Research in dem Bereich, da gibt es irgendwie Paper zu, es ist teilweise in Anger implementiert. Aber das ist dann der Punkt, wo es schon komplizierter werden kann. Ja. Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, dann könnte man Automated Binary Analysis Tools auch als Ergänzung zu Tools für formale Verifikation ansehen. Gibt es da irgendwelche Brücken zwischen? Kann man solche Tools miteinander spielen lassen? Die Frage war, inwieweit das mit formaler Verifizierung kombiniert werden kann. Im Grunde ist das formale Verifizierung nur rückwärts. Formale Verifizierung funktioniert halt meistens irgendwie mit Source Code. Gut, dass die alten Slides noch drin haben. LVM macht zum Beispiel, also die Compiler-Infrastruktur von LVM macht all diesen Kram irgendwie schon. Nur halt eben von Source Code zu Binary. Und wenn man eben nur noch die Binary selbst hat, hat man schlicht und einfach irgendwie neue Herausforderungen, um darauf formale Verifizierung zu machen. Aber im Grunde ist es formale Verifizierung. Ja, ich denke jetzt insbesondere an dem Fall, wo formale Verifikation, die halt extrem schnell sehr teuer wird, einfach zu teuer wird oder zu unkomfortabel und man an bestimmten Punkten diese formale Verifikation beenden kann und den Rest quasi mal so Automated Binary Analysis hinreichend pragmatisch abarbeiten.
tendenziell ist das auf Binary Analysis, also auf Binary-Ebene zu machen, teurer als auf Source Code, da da einfach mehr komische Dinge passieren können. Ja, aber Automated Binary Analysis gestattet es ja offenbar, ich sag mal, pragmatisch zu arbeiten. Das Problem ein bisschen runterzubrechen und mir bestimmte Dinge anzugucken, andere nicht. Und bei formaler Verifikation stelle ich mir das ungleich schwieriger vor. Ich habe noch nicht so viel mit formaler Verifizierung gemacht, aber ich würde irgendwie davon ausgehen, dass man bei formaler Verifizierung sich doch auch nur einzelne Funktionen anschauen kann. Man kann ja dann irgendwie prüfen, ob die irgendwie mit anderem Code überhaupt oder mit anderen Speicherbereichen oder mit anderen Teilen des Programms überhaupt interagieren, die dann irgendwie für sich verifizieren. Das, also das. Was möchtest du denn verifizieren? Das verstehe ich Also ich muss zugeben, ich begreife das auch nur im groben Sinne als Konzept, diese formale Verifikation. Ich selber habe damit auch nichts zu tun, aber ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich halt ein Programm, wie komplex das auch immer sein mag, habe und ich überprüfe, ob unter gewissen Bedingungen eben andere Bedingungen erfüllt sind. Und zwar mit jeglichen Eingangsdaten. Das, ja, so, das ist auch das Konzept von formaler Verifizierung, das ich habe, aber das müsste ja auch auf einzelne Programmteile gehen dann genauso. Dass man einzelne, das, also die Konzepte sind im Grunde bei formaler Verifizierung und formaler Binary Analysis eigentlich zum Großteil exakt die gleichen. Man arbeitet halt einfach nur auf einer anderen Sprache. Und mit einem komplizierteren Modell. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum irgendwie formale Verifizierung immer ein komplettes Programm, also gibt auf jeden Fall mehr Sinn, sich ein komplettes Programm anzuschauen, aber einzelne Funktionen verifizieren müsste man genauso können. Und genauso kann man sich dann eben mit Automated Binary Analysis Tools bestimmte Teilaspekte des Programms nur anschauen. Was ein Vorteil ist, wenn man irgendwie Sprachen hat, die tatsächlich durch einen Compiler laufen und dann am Ende Assembler rauskommt, ist, dass Compiler manchmal irgendwelche Dinge optimieren und dadurch erst Bugs reinkommen. Es gab mal, was weiß ich, bei Xen irgendwelche Bugs, da war der Source Code eigentlich absolut okay, wirkte nicht, als wäre da ein Fehler drin. Der Compiler hat dann Dinge optimiert und dann war da tatsächlich ein Problem im konkreten Assembler, was man einfach mit, der Code hätte komplett formal verifiziert sein können, der C-Code. Wenn der Compiler am Ende komisches Zeug macht, können immer noch irgendwie Bugs reinkommen. Die würde man damit dann mitkriegen. Aber tendenziell müsste eigentlich jegliche Analyse auf Binary-Ebene nochmal schwerer sein, da man einfach irgendwie kompliziertere Konzepte hat. Stelle ich mir das auch vor. Ich meine, dann müsste man eben den Compiler wiederum formal verifizieren. Ja. Ja. Wenn man alles formal verifiziert, dann wäre ich arbeitslos, weil dann wäre IT-Security Research kein Thema mehr. Ja. Das gibt's. Ah, wie heißt der? CompZ. CompZ. Okay. Kann der mittlerweile C? Dinge, die man sich mal anschauen könnte. Ja, sonst noch Fragen? Haben wir überhaupt irgendwie unser Mikro hier oder sowas? Sonst hat man die Fragen jetzt leider alle nicht im Stream gehabt oder auf der Aufnahme am Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier einen Audio-Engel oder einen Herald irgendwie gibt. Falls überhaupt noch Fragen sind. Ja. Ich interpretiere das dann einfach mal als Nein oder als generelle Verwirrung. Oder? Ja.